Hallo aus Hamburg, hier ist der Oliver und ich habe für euch ein kurzes, also ich glaube es war ein kurzes Video für die Edonauten. Das ist die Website hier, edonauten.de. Die ist im März 2020 entstanden und wer in die Geschichtsbücher schaut, wird feststellen, da tobte auf der Welt die Corona-Krise und es wurden Schulen geschlossen und es war vielen nicht klar, wie man denn ja jetzt nicht eben nur zu Hause rumsitzt als Schülerinnen und Schüler, sondern wie man vielleicht online lernen kann und, also das kann natürlich jeder selber, aber wie Lehrende das vielleicht unterstützen. Und da vielen das nicht so ganz klar war, speziell wenn es um zeitgemäße Formen geht, ja, gab es diese Website, es gab am Anfang ein paar Fragen, die aufgeworfen wurden, die man diskutieren können sollte in einem Unkurs. Was das ist, wird hier noch weiter beschrieben. Und eine der Fragen ging so in die Richtung, wie kann man denn mit Learning-Apps, Kahoot, A5P und anderen Sachen zeitgemäß online lernen? So, nun bin ich weit davon entfernt, ein Experte für das zeitgemäße Lernen zu sein. Aber ich kenne mich, glaube ich, ganz gut mit H5P aus zumindest. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. So, Punkt. Fangen wir vielleicht mit dem zeitgemäßen Lernen an. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Aber es gibt hier oben der Punkt, der heißt Grundlage. Und dann seht ihr genau das. Hier ist ein kurzes Video von Jöran. Jöran erklärt da, worum es auf dieser Seite geht. Schöner, als ich das gerade gemacht habe. Guckt euch das an. Und darunter findet ihr diese Gegenüberstellung. Da seht ihr auf der linken Seite etwas, was mit traditionellem Online-Lernen betitelt ist. Und das ist im Prinzip das, was viele eben schon kennen. Es gibt so das Belehrende, das heißt, da ist jemand, der gibt Inhalte vor. Das Ergebnis steht dann häufig schon fest, das heißt, es geht um Aufgaben und es geht nur darum, das richtige Ergebnis zu finden. Man bearbeitet Aufgaben häufig alleine. So, das ist das. Und demgegenüber steht eben das zeitgemäße Online-Lernen, das so ein paar andere Eigenschaften hat, dem im Prinzip gegenüberstehen. Das ist dann ergebnisoffen. Es ist eben erforschend statt belehrend, eher im Austausch mit anderen. Und es geht hier nicht darum zu sagen, das eine ist schlecht und das andere ist gut und wir brauchen jetzt zum Beispiel nur noch dieses zeitgemäße Online-Lernen, sondern es sieht eher so aus, dass man sich mit der linken Seite halt schon sehr ausgiebig beschäftigt hat, aber mit der rechten Seite ist noch vieles eher unklar. Also das zeitgemäße Lernen kriegt man vor Ort ganz gut hin, aber online hakt es vielleicht noch ein bisschen. So. Punkt. Das ist also, worum es geht. Und es gibt eben verschiedene Softwarewerkzeuge wie H5P. Das zeige ich mal, da springe ich kurz hin. Das ist hier h5p.org, die Website. Und da oben gibt es einen Punkt, der heißt Examples and Downloads. Und wenn ich da draufklicke, dann seht ihr viele kleine Bildchen. So, da haben wir sowas wie Fill in the Blanks hier. Das sind Lückentexte. Es gibt Multiple-Choice-Aufgaben. Es gibt auch Sachen wie Diktate. Das sind Online-Diktate, aber hat halt ein Lehrender auch Sachen vorgegeben. Und man muss dann den Text richtig schreiben. Es gibt halt ganz viel so in der Richtung. Es gibt auch interaktive Videos. Da kann man auch wieder Quizfragen drüber legen. Also auch schick und sowas. Aber wenn ich nochmal kurz zurückspringe, es ist ganz viel in dieser linken Spalte hier. Also Ergebnisse stehen fest und es geht halt darum, die Ergebnisse zu finden. Ich mache das alleine für mich. Da ist kein Austausch irgendwie mit anderen erstmal vorgesehen. Gehen wir wieder zurück. So, das ist ein bisschen schade und passt ja eigentlich nicht zum zeitgemäßen Lernen. So, und da war halt aber diese Frage, wie passt das denn zusammen? Und da habe ich mal geschaut. So, die eine Krücke, ich nenne es Krücke, die es schon gibt. Man kann natürlich in jedem Unterricht so Richtung Lernen durch Lehren gehen und sagt, liebe Schülerinnen und Schüler, bitte erstellt doch mal selbst Aufgaben für andere. Das heißt, dafür kann man H5P oder Learning Apps und andere Sachen natürlich nutzen. Wie gesagt, ist aber eher so ein Ausweg. Ich bin kein Lehrender, ich weiß nicht, was der beste Weg ist, aber könnte man machen. Dann geht das im Prinzip mit jedem Werkzeug. Also auch mit diesen behavioristisch angehauchten. Ich habe aber mal ein bisschen geschaut, was eigentlich sehr schön ist, oder ich habe ein bisschen geschaut, was vielleicht aus dieser von dieser linken Seite ein bisschen weggeht. Und im Prinzip das Documentation Tool könnt ihr euch mal anschauen. Das ist im Prinzip ganz gut. Da kann man im Prinzip als Lehrender sowas wie Muster erstellen, die die Lernenden dann ausfüllen müssen zu bestimmten Themen. Ist man sehr flexibel, man kann dann diverse Sachen anhaken. Hat aber einen großen Nachteil, es wird im Moment noch nicht gespeichert. Von daher zeige ich das jetzt nicht. Bei diesen anderen Sachen, wie gesagt, sind viele so Lernaufgaben oder findet die richtige Lösungsaufgaben. Eins, was ein bisschen herausgeht, das darüber hinausgeht, das ist das Essay. Das ist im Kern zwar auch
auf dieser linken Seite irgendwo noch zu verorten. So, das ist das hier. Aber ich glaube, es geht zumindest schon mal ein bisschen Richtung zeitgemäßes Lernen. Und man kann es zumindest so einsetzen. So, also was ist das? Ist ein Werkzeug, was technisch sehr simpel ist. Das heißt, hier ist eine Aufgabe drüber. Ich soll den Hobbit, das Buch der Hobbit, zusammenfassen und dabei zwischen 100 und 500 Zeichen benutzen. Und das kann ich natürlich tun. Und technisch gesehen im Hintergrund kann man als Lehrerin halt Stichworte vorgeben oder Kombinationen von Stichworten oder Variationen davon. Und wenn die im Text auftauchen, dann passiert halt was. Also ich könnte zum Beispiel einfach mal auf die Idee kommen, oder ich zeige gleich den unschönen Fall, das ist so die Weisierung der Bildung, wo man natürlich auch hingehen kann, nach Axel Krommer. Also ich könnte auf die Idee kommen, ich gebe jetzt Bilbo ein, weil Bilbo halt der Hauptcharakter ist und vielleicht noch Smaug der Drache. Und dann fülle ich einfach mal auf, so damit ich ja auf mindestens 100 Zeichen komme, reicht noch nicht. So, und jetzt klicke ich auf Check. Und jetzt seht ihr zwei Sachen. Das erste, es gibt Punkte, was natürlich schon mal ein bisschen abstrus ist, dass ich auf dieses komplett, ja, nennen wir es Unsinn, auf diesen Unsinn Punkte bekomme. Erster Punkt kann man ausstellen, also man muss diese Punkte nicht haben. Und was dann überbleibt, finde ich dann tatsächlich gar nicht so schlecht. Das heißt, es sind auch nicht die komplexen, komplizierten Sachen, aber es gibt durchaus Fälle, warum muss da jetzt ein Lehrender zum Beispiel die Rückmeldung geben, dass ein gewisser Zauberer vergessen wurde, der für die Geschichte nicht ganz unwichtig ist. Ne? Also wenn Gandalf da nicht drin steht oder ich weiß nicht, vielleicht steht Wizard auch noch Wizard mit als Stichwort drin, dann kann ich dieses Feedback geben. Und diese einfachen Sachen, auch positives Feedback übrigens, du hast sogar den Namen von dem Drachen auch gewusst, diese einfachen Sachen kann ich tatsächlich an dieses Werkzeug auslagern. Das heißt, als Lehrender, wenn es jetzt um einen Aufsatz geht oder eben so eine kurze Zusammenfassung, dann muss ich mich vielleicht, ne, ausgenommen diesen Fall hier, wo der Quatsch drin steht, vielleicht mit diesen trivialen Sachen gar nicht mehr auseinandersetzen, sondern ich bekomme vielleicht erstmal einen Bericht. Guck mal, das konnte der Schüler, die Schülerin alles und du, lieber Mensch, kümmere dich jetzt mal um die schwierigen Sachen. Guck mal, ob das kreativ war, guck mal, ob das sinnvoll ist. In dem Fall hier sogar kümmert sich um die Rechtschreibung, obwohl man das theoretisch hier sogar noch mit einbauen könnte. Geht halt schon ein bisschen in die Richtung rechte Spalte. Natürlich noch nicht von, also das, ne, das schwierige Komplexe, so war es kreativ und sowas, könnte man ja auch als Aufgabe für andere Lernende machen. Das muss immer noch der Mensch tun, aber die einfachen Sachen, die, ja, die kann halt die Maschine machen und gibt einem dafür mehr Freiraum. Das heißt, wenn ich das jetzt online machen müsste, könnte ich hier einfach schon mal Zeit gespart. Nicht sonst halt auch noch für so die Standardsachen, oh, du hast Gandalf nicht genannt und sowas, die ich dann aufbringen müsste. Noch nicht so spektakulär, aber ich habe ja gesagt, H5P ist tatsächlich eher in dieser linken, auf dieser linken Seite verhaftet. Also das geht aber heute schon. Was heute im Prinzip auch geht, was auch noch nicht so mordsmäßig grandios ist, aber was von mir ist, was ich erstellt habe, weil es mich selber gestört hat, dass es immer nur diese Lückentexte, Multiple-Choice-Aufgaben, Drag of the Words und solche Sachen gibt. Das ist das hier. Vielleicht kann ich es auch mal groß machen. Der Inhaltstyp heißt Cornell Notes. Der ist noch nicht offiziell erschienen, aber wer will, kann den jetzt schon nutzen. Das ist kein Problem. Und der hat einen simplen Einsatzzweck. Das heißt, hier ist ein Inhalt. In dem Fall ist es ein Video. Es könnte aber auch eine Audiodatei sein. Es könnte ein Text sein. Und wenn ich hier oben links mal draufklicke, dann bekomme ich tatsächlich nur Textfelder dazu und die sind einfach dafür da, um mir strukturiert Notizen zu machen. Eben Cornell Notes, aber das Schema spielt jetzt keine Rolle. Aber die Aufgabe ist tatsächlich, mich mit diesem Inhalt auseinanderzusetzen, mir meine Gedanken zu machen, zu reflektieren und das niederzuschreiben. Und das, was jetzt technisch passiert, nichts außer, dass dieser Text, die meine eigenen Gedanken gespeichert werden und sie immer direkt an diesem Inhalt auch dran sind. Das heißt, wenn ich da später nochmal drauf gucke oder wem anders was zeigen will, dann schaue ich nach und habe hier gleich meine Notizen. Könnte man natürlich weiterspinnen, man könnte jetzt natürlich noch irgendwas mit dranhängen, also weil in der Theorie kann man das, was geschrieben wurde, natürlich auch auslesen und irgendwie weiterverarbeiten und solche Sachen. Aber muss man ja vielleicht noch gar nicht. Hier geht es wirklich darum, auch wenn das noch für sich ist, geht es tatsächlich eher um das Reflektieren und das Auseinandernehmen von diesen Texten. Und das wird einfach technisch unterstützt. Das heißt, wie gesagt, noch nicht mordsmäßig zeitgemäß, aber es geht schon mal in die Richtung. So, dann das nächste, was ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, das ist das H5P Branching Scenario. Das ist nicht von mir, aber ich habe es ein bisschen erweitert um ein paar neue Funktionen. Und damit kann man dann ganz nette Sachen machen, mit denen man, also nicht nur damit, aber damit kann man das ganz gut
im Rahmen des zeitgemäßen Lernens nutzen. Ich zeige es einfach mal, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Also, start the demo. Passiert erstmal nichts, außer dass hier ein bisschen Text gezeigt wird. Und wen das an ja, ein kleines Abenteuer erinnert, der hat vollkommen recht. Das ist die Original, oder so geht ein Text-Adventure auf dem C64 los, namens Der Hobbit. Ihr merkt, ich mag irgendwie den Hobbit. So, und ja, was kann man hier tun? Erstmal nicht so viel. Ich habe eine Beschreibung und ich gehe mal weiter. Spoiler, ich muss natürlich irgendwie durch diese Tür hier kommen, durch diese grüne Tür. Also gehe ich mal weiter und na, guck mal, da kann man die Tür sogar schon aufmachen und wir probieren es mal. Was jetzt aber nicht geht, weil die offensichtlich so ein kleines Schloss hat. Das heißt, wir haben jetzt hier zwar wieder so eine, oder sagen wir erstmal platt, wir haben hier wirklich wieder erstmal nur so eine Nückentext ist das letztlich. Ne? Aber wenn ich hier eine falsche Lösung eingebe, zack, dann passiert ja auch nichts. Ich komme einfach nicht weiter. Noch nicht zeitgemäß. So, aber jetzt können wir zurückgehen und jetzt könnte man sich hier noch ein bisschen ablenken lassen durch die Kiste oder durch Thorin, aber wir gehen einfach mal zu Gandalf. Und der erzählt uns jetzt was. Der sagt nämlich, ha, klar, ich weiß den PIN-Code eigentlich. Ich habe ihn dummerweise vergessen. Aber ich habe mir eine Eselsbrücke gebaut. Das ist nämlich das Jahr, in dem der erste Star Wars Film erschienen ist. So, und wenn ich das nicht weiß, dann muss ich offensichtlich recherchieren. So, und in dem Fall steht hier, guck doch mal ins Internet, was bei so einem Faktendatum auch sinnvoll ist, aber möglicherweise kann man ja auch durch Nachdenken bei anderen Aufgaben auf eine Lösung kommen. Und da muss ich vielleicht nicht mehr jetzt gucken, da muss ich selber nachdenken. Oder noch besser, ich tausche mich vielleicht mit anderen Leuten dazu aus. Das heißt, bei einer anderen Aufgabe könnte es auch Sinn ergeben, hier stehen zu haben, so, und jetzt setze ich mal in einer Gruppe zusammen und diskutiert mal die Lösung und welche könnte das sein. Und dann kommen die vielleicht zusammen auf eine Lösung. Jahreszahl raten wäre ein bisschen schwierig, aber das ginge. So, wenn man das gemacht hat, dann kann man da zu der Tür gehen und dann gibt man hier 1977 ein und klickt auf Check. Und dann darf man auch weitergehen. Man kann durch die Tür fällt zu und das Abenteuer geht weiter. In dem Fall nicht, in dem Fall ist es vorbei, aber es könnte jetzt weitergehen. So, wen das an einen Escape Room erinnert, der hat recht. Im Prinzip ist es das ein kleiner und wer Escape Rooms kennt, der weiß auch, dass man den eigentlich nicht alleine absolviert, weil das ziemlich langweilig ist, sondern in einer Gruppe. Und typischerweise ist es sogar so, dass, oder häufig ist es so, es kann so sein, dass die Gruppen sogar nochmal geteilt werden in zwei Untergruppen und die werden in separate Räume gesperrt und die kommen für sich genommen aus ihrem Raum gar nicht raus. Aber in jedem Raum sind halt Hinweise versteckt, den die anderen vielleicht brauchen. Da steht vielleicht irgendwas an der Wand oder ich habe hier einen Schlüssel oder ich habe hier ein grünes Pony in Plüsch gefunden. Könnt ihr damit was anfangen? Das heißt, die beiden Gruppen müssen kommunizieren, um zusammen ein Rätsel zu lösen, eine Lösung zu finden für ein Problem. Und nichts anderes kann man ja hier auch machen. Das heißt ja nicht gesagt, dass es nur einen so einen interaktiven Branching-Scenario-Inhalt für alle gibt, sondern vielleicht gibt es zwei oder drei verschiedene. Und in jedem sind halt Aufgaben versteckt mit bestimmten Problemen, aber die Lösung dafür oder Hinweise dafür findet man in einem anderen Escape Room, in einem anderen interaktiven Inhalt. Und dann müssen sich die Leute dazu natürlich auch austauschen. Geht jetzt hier nicht direkt drin, in dem Branching Scenario. Aber in der Zukunft wird auch das vielleicht möglich sein, denn das zeige ich, ja, das kann ich leider nicht zeigen, aber es gibt noch was weiteres. Und zwar, jetzt muss ich schauen, das ist der hier, gibt es einen Tweet von Michael Sturmey. Michael Sturmey arbeitet in Australien an der Victoria University, meine ich. Und er hat gewittert, First Multiplayer Activities to be released soon. Was ist das jetzt? Ich glaube, das ist ein Spoiler, das sollte wahrscheinlich gar nicht raus, also eher ein Leak, wie man es heute nennt. Aber es wird dieses Jahr eine neue Schnittstelle für H5P geben, die nennt sich Multiplayer API und trägt Verspielen im Namen, aber ja, ich erkläre einfach ganz kurz, was das ist und was dann damit möglich sein wird und das fällt dann, glaube ich, oder man kann dann sehr schöne Dinge erstellen, auch für das zeitgemäße Online-Lernen. Und zwar wird es mit dieser Schnittstelle möglich sein, eben nicht nur für sich alleine, oder man kann dann Inhaltstypen erstellen, mit denen Lernende nicht nur für sich alleine sind, sondern mit denen sie sich mit anderen austauschen können. Das kann einfach nur Kommunikation sein, zum Beispiel, hey, ich sitze hier in dem Raum fest, ich sehe aber ne, das grüne Plüschpony, brauchst du das vielleicht? Also quasi wie ein Chat.
Das kann aber auch noch mehr sein. Also es kann einfach, also ganz allgemein gesprochen, gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen. Und das kann, soweit ich informiert bin, ich weiß das nicht hundertprozentig, kann das synchron und asynchron sein, das heißt zur selben Zeit oder zeitversetzt. Und Beispiele wären, indem man Etherpad ist synchron, ist zeitgleich, also na gut, das ist in dem Fall beides. Sagen wir einfach, man braucht sofort Reaktionen auf das, was ein Gegenüber sagt, das wäre synchron zur selben Zeit. Wo war ich? Entschuldigung. Etherpad. Also, man kann mit dieser Schnittstelle ein Etherpad zum Beispiel auch in H5P implementieren. Dann hat man das direkt drin. Und man könnte das dann in der Theorie natürlich wieder kombinieren mit allem, was es gibt. Multiple-Choice-Aufgaben und Schnickschnack. Synchron und asynchron geht ja beides beim Etherpad. Das heißt, irgendjemand schreibt was und wer anders kann das sehen und antworten und Sachen ändern oder vielleicht kommentieren. So kollaborative Videoannotationen werde ich häufiger gefragt. Geht das nicht in H5P? Videos hat es doch schon. Kann man da nicht Notizen dran heften, die auch andere sehen können und verändern können und kommentieren können? Geht im Moment nicht, aber mit dieser Schnittstelle wäre das dann möglich. Natürlich nicht automatisch, muss wieder programmiert werden, aber es geht dann überhaupt erst. Ja, kollaborativ steckt ja gerade schon im Namen drin. Ihr merkt, da steckt dann auch viel von dem drin, was zeitgemäß ist. Und ja, wenn man so an die Probleme heute denkt, geht es ja nicht nur darum, die Lernenden sollen sich untereinander austauschen, sondern auch vielleicht Lernende und Lehrende, so in Videochats. Und nagelt mich nicht drauf fest, aber ich sehe keinen Grund, warum nicht auch Lernende und Lehrende in unterschiedlichen Rollen mit unterschiedlichen Möglichkeiten Inhaltstypen haben sollten. Und ich weiß nicht, ob es jetzt ein Videochat in H5P geben muss, aber im Prinzip wäre das dann auch mit dieser Schnittstelle denkbar. Das heißt, es gibt vielleicht die Videobilder, wo sich alle zusammenschalten und diskutieren und austauschen mit dem Chat, mit Teilen von Bildschirminhalten und allem drum und dran, was man so kennt. Das ist technisch ein bisschen komplexer, aber mit dieser Schnittstelle wird das dann möglich. Ja, und jetzt bin ich im Prinzip auch am Ende endlich mit meinem Video. Und ich habe noch zwei Fragen für euch, die ich euch ja, als Denkanregung mitgeben möchte. Im Prinzip könnt ihr das Gleiche tun, was ich gerade gemacht habe. Ihr könnt mal schauen, nehmt zum Beispiel H5P oder Learning Apps und Kahoot und schaut mal, was kann man damit denn heute schon tun, was in das zeitgemäße Lernen fällt? Punkt 1, Frage 1. Frage 2 ist dann nur für H5P. Wenn ihr an diese Schnittstelle denkt, also stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, Inhaltstypen zu erstellen oder erstellen zu lassen, wo andere sich austauschen müssen. Was würde euch denn da fehlen? Ist das ein Etherpad mit bestimmten Funktionen, die dazu sollen? Was wäre das? Und ja, das war es eigentlich schon. Also die zwei Fragen. Was geht heute schon mit H5P und Learning Apps und Kahoot? Was in das zeitgemäße Lernen fällt? Und mit Blick auf diese Schnittstelle für H5P, was könnte es in der Zukunft geben, was ihr gerne hättet, was zum zeitgemäßen Lernen passt? Damit überlasse ich euch ja, den Weiten des Internets und den anderen Ideonauten. Macht's gut!